So, dann schauen wir uns mal die letzten Monster Stunts an, die wir noch haben. Hier dürfte auf jeden Fall autotechnisch nicht sehr viel schief gehen. Ups, das war der falsche Taste. Aber ganz gut eigentlich. So, haben wir hier ein Auto? Ja, siehst du. Hier haben wir sogar einen richtig geilen Dünenbuggy hier. Das sollte relativ einfach sein. Vorausgesetzt, wir kommen hier irgendwie raus. Klar, mache ich Pause nach 6 Stunden. Hallo? So, das sollte dicke reichen. Jo. Das reicht wirklich. Das heißt, wir können dann direkt zum nächsten gehen. Eine Vollbremsung. Ich hoffe, das ist ungefähr auf der gleichen Höhe. Naja, ist wahrscheinlich da oben irgendwo. Deswegen verschwinde ich. Ach, das ist ganz woanders. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Auch da wartet direkt ein Wagen auf uns. Ja, nice. Mann, so muss es sein. In der Nähe dieser Monsterstanz einfach mal einen Wagen. Damit das einigermaßen fix vorangeht. Sehr geil. So, siehst du, der will auch direkt zählen. 100 km/h. Tipptopp. So. Kacke gelandet. Ich glaube, das ist jetzt auch schon egal. So, zählt. Dann, nächstes Geheimnis. Wo lang? Hier. Ach, guck mal, das ist auch ganz geil. Weißt du, immer mal wieder dann den Fallschirm anmachen, damit du nochmal in Höhe gewinnst, damit du direkt wieder in den Wingsuit rein kannst. Das ist eigentlich cool gemacht. Okay, was haben wir hier für einen Krieg schon wieder? Hey, diese Inseln sind befreit. Ich will hier keinen Krieg mehr. Reicht denn auch irgendwann mal? So, ist das unten? Nee, ist nichts unten zum Ausbuddeln. Das muss oben sein. Denn es ist ein Rebellenschrein. Müsste da jetzt auch schon die Hälfte haben, oder? Ich sorge dafür, dass dein Tod nicht umsonst. Hälfte. Alter, 7 von 10 schon. Was los? Sehr nice. Wir schaffen auf jeden Fall noch alle Sammelobjekte auf dieser Insel abzuschließen. In deiner Nähe ist ein Fahrzeug mit einem gefangenen Rebellen. Übernimm den Wagen und bring die Geisel in Sicherheit, Rico. Und dann? Was ist, wenn ich es nicht mache? Es interessiert kein Mensch. Ganz ehrlich, ich habe absolut nichts gegen solche Spontanmissionen, aber dann gebt ihnen auch wirklich einen Grund. Dann sag wenigstens, es ist Pflicht, um zum Beispiel erfülle 50 Nebenaufgaben für XY-Achievement, für XY-Upgrade. Aber so wie ich das gesehen habe, bringt es einfach gar nichts. Das ist halt Unsinn. Sind wir richtig? Oh. Schon vorbei. So, hier müsste es doch sein, oder? Ich stehe angeblich direkt drüber. Das glaube ich gern, dass das Geschwätz wahnsinnig gemacht hat von dir, Ravello. Tag 1317. Ich habe in den Akten meines Vorgängers eine Verbindung zu einer zwielichtigen amerikanischen Organisation entdeckt, die überall ihre gierigen Finger im Spiel zu haben scheint. Als ich auf den geheimnisvollen Kontaktmann dieser Agency wartete, fiel mein Blick auf ein perfektes Stück Land für einen Luftwaffenstützpunkt. Meine Suche nach einem Feind war wohl ein Wink des Himmels. Ach so, hat er seinen Feind gefunden, ja. Schön für ihn. So, hier haben wir im Übrigen tatsächlich eine neue Kirche entdeckt. Was sehr nice ist. Müssten wir nur dann irgendwann uns mal um dieses Achievement kümmern. Erici dankt dir für dein Opfer. Ja, indeed. So. Fliegen wir rüber. Nö, sind wir faul. Schnellreise geht immer. Sind wir nämlich direkt beim nächsten Secret. So, und das wäre gleich hier.
Vielleicht da oben ein Rebellenschrein. Nein. Tatsächlich nicht. Ein klassisches Teil. Ah, was haben wir denn da? Ja, bald haben wir die neue Waffe, mein Junge. Bald haben wir eine neue Waffe und dann bin ich mal gespannt, was dieser Peacebringer, der Friedensbringer, alles so drauf hat. So, hier müsste dann wahrscheinlich auch was zum Ausgraben sein. Ja, nein, vielleicht. Nein, es ist ein Rebellenschrein. Denn Rebellenschreine sind immer in der Nähe von Sonnenblumenfeldern. Und das ist auch schön. So, hier wäre ein Monsterstand. Ja, den gehen wir natürlich auch direkt an. Ich habe gar nicht gesehen, wie viele es da gab. Aber ich glaube auch nur 10 oder so. Ist auch nicht so viele. Ich gehe mal davon aus, dass auf der großen Stadt, auf der größten Insel des Landes richtig hart was abgeht. Gerade was den Sammelfaktor angeht, da bist du wahrscheinlich sehr lange unterwegs. Achso, Monsterstand habe ich gesagt, ne? Haben wir hier ein Fahrzeug? Na, jawohl! Ja, überall sind jetzt hier meistens natürlich Fahrzeuge, weil uns die Gebiete jetzt mittlerweile selber gehören quasi. Umso praktischer ist es, dass ich diese Monsterstands dann tatsächlich direkt nutzen kann. Mit unseren eigenen Rebellenfahrzeugen. Super geil. Okay, tollkühner Sprung in den Tod. Kann man mal machen. So, dann wäre hier noch ein Secret. Guck mal, die sind auch alle, weißt du, kein ganzer Kilometer voneinander entfernt. Das geht schon. Geil, der Aufstieg war gerade ziemlich nice. Nein, dann verkacken wir es ein bisschen. Egal, sind wir gleich da. Oh, sind wir jetzt, ist das der Berg? Ist das der Berg? Nee, das ist nicht der Berg, ne? Der Berg ist schon auf dem hier irgendwo. Aber ist auch schon ein ziemlich hoher Punkt, so ist es nicht. So, was soll hier sein? Bin ich überhaupt richtig? Nein. Etwas weiter. Hier muss doch irgendwas zum Ausgraben sein. Könnte auch unter dem Berg sein, wenn ich Pech habe. Nein! Gott sei Dank auf dem Berg. So, wir gehen jetzt einmal ganz darauf. Gucken mal, ob wir gutes Wetter für eine schöne Aussicht haben. Ich bezweifle es. So, das ist nämlich... Da, das ist der höchste Punkt. Der ist auch beleuchtet, logischerweise. Da muss man ihn bringen, wenn man zu diesem Leuchtding da geht, kriegt man tatsächlich ein Achievement. Ja. Quali ist schon auf Low. Na, das ist dann nicht gut. Dann stimmt definitiv was nicht. Das sieht nach einer neuen Bestleistung aus. So, wir hätten hier auch direkt ein Secret. Am ersten bin ich aber schon vorbei. Nee, was? Okay, das muss unter mir dann sein. Oder auch nicht. So, Moment. Eins nach dem anderen. Erstmal liegt hier ein Band. Tag 1341. Ich habe den in Ungnade gefallenen DeLuca am Pier beim Angeln gesehen. Ein trauriger Anblick. Der Mann vergeudet wertvollen Sauerstoff. Ich bin es ihm schuldig, ihm eine neue Aufgabe zu geben. Der Kontaktmann dieser Agency könnte der Schlüssel sein. Ach, ich muss das Räderwerk nur in Gang setzen. Ich sag doch, das ist unterirdisch. Erzähl mir doch nichts.
Irgendwo. Hä? Stand's hier nicht gerade? Mit der F, da stand doch gerade was. Gerade eben stand da noch 20 Meter bis zu dem Secret. Was zur Hölle? Nein, ich will doch nur wissen, wo es ist. Ja, dann kann es doch nicht unterirdisch sein. Oh, doch. Boah, das ist ja mal super gemein. Oh, das ist echt krass versteckt, Mann. Wow. Das ist richtig krass versteckt. Was ist das hier für eine Statue? Wow, das ist abgefahren. Das ist heftig. So, hier sind wieder zwei Monster Sons direkt nebeneinander. Das klingt natürlich sehr interessant für uns. So. Schauen wir mal. Gehen wir zuerst in zwei Monster Sons schnell. Ich bin euer Technikexperte. Ja, lasst mich in Ruhe mit der Technik. Das kann nicht gut sein. Niemals. Nicht mehr in diesem Leben. So. Hier angeblich sind zwei Monster Stunts. Ach so! Jeweils von der einen Seite. Echt jetzt? Das ist interessant. Da brauche ich einen guten Wagen für. Das ist sehr interessant. Da werden wir doch glatt einen Rebellenabwurf machen. Damit wir uns hier gleich einen sehr, sehr, sehr hübschen Wagen liefern lassen. Und zwar, wenn es geht, einen mit sehr viel Geschwindigkeit. Wir nehmen den. Schnappen uns noch ein bisschen Money. So. Ich glaube, die Munition können wir wahnsinnig gut gebrauchen. Juhu! Munition ist gut. Munition ist sehr gut, Rico. Warum hast du jetzt eigentlich diese komische Waffe? Wollen wir mal wieder tauschen? Nein, stopp. Das ist korrekt, aber... Ja. So wollte ich es haben. Und dieser Wagen sieht extrem geil aus. Und mit dem versuchen wir jetzt beide zu schaffen. Oh, mein Sportwagen hat Nitro. Na dann. Ihr werdet lachen, der Sprung hat gezählt. Obwohl ich nicht rübergekommen bin. Ob das jetzt Sinn der Sache ist, sei mal dahingestellt. Mir ist letztendlich nur wichtig, dass es gezählt hat. Na, guck mal. Sehr geil. Da ist auch glatt einer drauf, der rumballert. Finde ich cool. So, der hat keinen Turbo. Vielleicht zählt er aber letztendlich auch der Sprung. Ja, tut er wirklich. Tut mir leid um den Kerl, der da drin saß. Ich hoffe, der weiß, wie er hier schnell wieder rauskommt. Aber das war auch der vorletzte. Sehr nice. So, haben wir jetzt hier noch irgendwas? Direkt gegenüber wären noch ein paar hübsche Sachen zu erledigen. Na komm. Magst du jetzt bitte deinen Fallschirm öffnen, wenn ich das sage? Danke. Juhu. Geht doch. So, das schreit nach einem Diravello-Band. Klar. Die Frage ist nur, wo genau? Hier oben? Nee, unten. Klar. Ja, viva la revolution, ey! 1349.
Mit einer Prise Humor kann man jeden Menschen in den Wahnsinn treiben. Mein Agenturkontakt hat De Luca nur einige Streiche gespielt. Er hat in seiner Abwesenheit Brot getoastet, seinen Angelsteg ein paar Meter versetzt, dazu noch ein bisschen Telefonterror. Und schon hat der gute General angefangen, an seinem Verstand zu zweifeln. Okay. Immer dieser Terrormann. Das ist nicht okay. Oh, das war's. Schnellreisen freigeschaltet in dieser Region. Ja, nice. Läuft doch. So, dann hätten wir hier den letzten Monsterstand. Oh, wir sind gleich durch, Leute. Wir sind gleich fertig. Also, was heißt fertig, ne? Mit den Sammelobjekten, zumindest für diese Insel. Dann wären hier auch nur noch Challenges. Ah, das ist er ja hier schon. Fahrzeug. Oh, hallo, Schnellstraße. Dürfte ich mal kurz? Sehr freundlich. Oh, geiler, geiler Wagen innen. Schrei nicht so viel. Ich würde dir deinen Wagen ja sehr gerne gleich wiedergeben, aber ich befürchte, das wird nichts. Und das war der letzte. Umgebauter Kletterer 300. Ein Quad? Das ist ja geil. Also ein Quad finde ich jetzt geil. Ist feierbar. So, und da hinten sind wahrscheinlich auch schon die letzten Geheimnisse, wa? Weil wir haben den letzten Monsterstand, den letzten Schrein. Es ist, glaube ich, nur noch ein klassisches Teil, wenn ich mich nicht verlesen habe. Und die Ravello-Bänder, da weiß ja nie, wie viele es noch sind, letztendlich in einem Gebiet. Aber auch da haben wir schon fast die Hälfte, also ist das ziemlich gut. Wir haben ein Wahnsinnstempo drauf. Ich glaube, da machen wir sogar vielleicht sogar noch einfach eine Main-Story-Quest. Warum eigentlich nicht? Da kann ich mir sicher gehen, dass wir Donnerstag auf jeden Fall dann fertig machen. Rico, wir haben erfahren, dass eine Limousine einen von Ravellos Spitzeln abholen soll. Klau die Limousine und übernimm den Job, indem du dich als Fahrer ausgibst. Nee, sorry, Leute. Das ist jetzt nicht so spannend wie das hier. So. Oh, direkt vor meinen Füßen. Sehr geil. Tag 1377. Nachdem wir De Luca einige Wochen bearbeitet haben, mehren sich seine Ausfallerscheinungen. Oha. Heute kam es zu einem Disput mit einem Polizisten, der De Lucas Angelschein überprüfen wollte. Als De Luca erkannte, dass wir seine Lizenz durch eine Kinderzeichnung ersetzt hatten, wurde er wütend und brüllte, er wäre das Opfer einer Verschwörung. True, true. Hallo, Peacebringer. Was kann er? Oh, der Peacebringer. Ach, das sind die Revolver. Geil, Mann. Oh ja, den Revolver nehme ich tatsächlich. Und zwar ist der bei doppelt geführt. Das ist der Revolver, ne? Oh, der Revolver sieht sehr, sehr, sehr geil aus. Ah, ne. Das ist das, was wir haben. Das ist der Revolver, klar. Und der macht... Der ist richtig nice, Leute. Gib mir mal den Peacebringer. Das bedeutet aber, wir brauchen auf jeden Fall das Maschinengewehr. Da können wir nicht zweimal. Also, das macht keinen Sinn. Da haben wir schon genug von. Brauche ich jetzt sogar... Brauche ich jetzt überhaupt noch irgendwas? Eigentlich nicht, ne? Jetzt mal schauen. Bumm. So. Ja, ist ja gut. So, Gerät geliefert. Okay. Dankeschön. So, wir wechseln erstmal.
nehme ich mit. Wie, mehr Schüsse haben wir nicht? 12? Holy crap! Ja, finde ich definitiv geil, aber wie, mehr Munition haben wir nicht dafür? Gut, das ist traurig. Dann muss ich das sagen, lassen wir das. Auch so geil das auch gerade aussah. So, die Frage, die wir uns jetzt stellen, haben wir wirklich das komplette Gebiet jetzt hier fertig mit den Sammelobjekten? 60% schaffen wir nicht mehr ganz, scheinbar. Sammelobjekte. Ein Diravello-Band gibt es noch. Ein Diravello-Band haben wir noch übersehen. Wahrscheinlich irgendwo so ein Fragezeichen in der Stadt, wo ich noch nicht drauf geachtet habe. Wobei ich gar nicht weiß, ob ich das dann sehen würde. Oh, das kann ja überall sein. Ah nein, kann es nicht. Da ist es. Ach, weißt du, das auch schön, dass der Heli da ist, aber das ist mir jetzt tatsächlich sogar zu weit. Da machen wir eine schnelle Reise. Und dann haben wir nämlich das letzte Ravello-Band in dieser Insel, auf dieser Insel auch, und dann ist wirklich fertig. Ist diese Insel auch mit Sammelobjekten tatsächlich fertig? Das ist unglaublich. Ist das jetzt korrekt? Irgendwo hier. Keine Ahnung, ich suche ein Band von Diravello. Da liegt es. Wir haben's. Tag 1385. Seit heute spielt Oberstabsfeldwebel Duschko eine Hauptrolle bei der Schaffung einer feindlichen Macht innerhalb Medicis. Gestern Abend erreichte ihn ein gefälschter Hilferuf wegen einer angeblichen Verschwörung gegen die Souveränität unserer Heimat. Duschko traf in seinem patriotischen Eifer sofort Vorbereitungen, um sich mit Ex-General De Luca zu treffen. Die Saat der Rebellion ist ausgebracht. Alles, was sie jetzt braucht, ist etwas Licht und Wasser. Tja, schau mal, wir haben 50% aller Sammlerobjekte. Das bedeutet, auf dieser ganz großen Insel ist einfach nochmal die Hälfte davon. Das ist krank irgendwie. Aber gut. Das ist schon alles ganz... Also hier haben wir echt schon viel, ne? 63 aller Missionen und Herausforderungen? Krass. Wir sind gut dabei, Leute. Wir sind sehr, sehr, sehr gut dabei. Alle Dörfer schon befreit. Okay. Und vom Ravello-Tagebuch haben wir alle auch einfach schon scheiße viel, ne? Krass. Not bad. Ja, dann würde ich sagen... Fürs Gelände. Machen wir tatsächlich... Oh, ich darf da ja nicht mal ansatzweise hin. Für die Mainstream muss ich übelst weit fliegen. Können wir aber trotzdem machen. Ich guck mal, dass ich mir jetzt schnell einen guten Ort zum Starten meines Fliegers suche. Und dann werden wir 12 Kilometer eben kurz fliegen. Und dann machen wir tatsächlich noch heute noch einmal Main Story. Wenn das nicht awesome ist, weiß ich auch nicht. So, und ich schau mal, dass ich den Flieger hier irgendwie hinbringe. Und dass ich dann hier einfach dann losfliege.